Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Depotgeschichten, einer neuen Sendereihe von TV Schwerin und dem Museen der Landeshauptstadt Schwerin. Wir möchten Ihnen hier Objekte vorstellen, die das Alltagsleben der Schweriner Geschichte präsentieren, aber auch Geschichten erzählen von der Stadt-, Landes- und auch Weltgeschichte. Hierzu gehören die beiden Stühle und der Tisch, die sich ursprünglich in der beliebten Ausflugsgaststätte Püsserkrug befanden. Auf den Fotos sehen Sie die historische Gaststätte Püsserkrug, die ursprünglich ein Strohdachkarten war, aber bereits 1908, nachdem die Gaststätte ein Jahr zuvor abgebrannt war, durch ein Ziegeldach ersetzt wurde. Und in diesem Zusammenhang mit dem Brand von 1908 stehen auch diese Möbel, die Sie heute hier sehen. Sie sind nach dem Brand angeschafft worden und repräsentieren die Suche nach der Heimat, nach Mecklenburg, eine Heimatbewegung, die sich etwa in der gleichen Zeit gründete, hier in Mecklenburg, in Schwerin. Und das symbolisieren diese Stühle auch. Wenn Sie sich einmal die Rückfront ansehen, dann sehen Sie hier die charakteristischen Pferdeköpfe, die auf den Reetdachhäusern zumeist gekreuzt wiederzufinden sind. Und nicht nur bei den Stühlen finden Sie das, sondern auch in der Tischwange im unteren Bereich ist es wiederzufinden. Der Schöpfer dieser Möbel war kein geringerer als der bedeutende und bis heute bekannte Grafiker Heinrich Vogeler. 1872 in Bremen geboren, Sohn einer Kaufmannsfamilie, studierte schließlich in Düsseldorf Kunst und war viel auf Reisen in Frankreich, in Holland. Und schließlich setzte er sich in der Nähe von Bremen in dem heute noch bekannten Worpswede nieder. Hier begann er nicht nur seine künstlerischen Arbeiten, Gemälde, Grafiken, ähnliches, sondern auch ein Werk, das heute vielleicht nur dem wenigsten bekannt ist, und zwar dem Entwurf von Möbeln und Raumausstattung. Und genau solch einen Möbelentwurf, einen umgesetzten Möbelentwurf, sehen Sie hier vor sich. Diese Sitzgruppe ist eines der ganz frühen Zeugnisse der Vogelschen Entwürfe. Bereits 1908, also genau in dem Zeitraum, wo auch der Püsserkrug neu entstanden ist, gründete er zusammen mit seinem Bruder eine Werkstatt, die Worpsweder Werkstätten, die sich auf die Fabrikation von Möbelstücken spezialisierte, die mit dem Norddeutschen, mit der norddeutschen Landschaft, mit der norddeutschen Geschichte verbunden sind. Eindrucksvoll können Sie das ja hier an den Pferdeköpfen sehen. Und auch das Material sollte die alte Verbundenheit mit dem bäuerlichen Mobiliar darstellen. Bei den hiesigen Möbeln sehen Sie, ist eine Holzsitzbank oder sind Holzstücke als Sitzfläche eingesetzt worden. Ursprünglich war es ein Binsengeflecht. Das ist hier eine spätere Dazufügung gewesen der Nachnutzung. Auf der Rückseite des Stuhls sehen Sie das Firmensignet der Worpsweder Werkstätten. HVW, Heinrich Vogeler, Worpsweder. Dazu ein Wappenschild mit einem Berg und einer kleinen Waldung. Von 1908 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges wurden sämtliche Möbel, die die Worpsweder Werkstätten verließen, mit diesem Firmensignet gekennzeichnet. Der Bruder Heinrich Voglers, Franz Vogler, der vor allem die Produktion leitete, beschrieb den Ansatz seines Bruders für die Fabrikation dieser Möbel wie folgt. Wir werden in erster Linie nach Entwürfen von Heinrich Vogler Worpsweder arbeiten und eine Sonderabteilung unterhalten zur Anfertigung der von ihm entworfenen Möbel, die sich an die niedersächsischen bäuerlichen Formen anlehnen. Der Künstler verwendet diese alten Formen und die niedersächsischen volkstümlichen Motive, Pferdeköpfe, wie Sie sie hier gesehen haben, Blumen, in eigener, freier Form. Unser Ziel ist, aus dem alten bäuerlichen Geschmack heraus Neues zu schaffen, das den Bedürfnissen unserer Zeit angepasst ist und nicht nur als Dekorationsstück, sondern in erster Linie als Gebrauchsgegenstand Verwendung finden soll. Diese bäuerlichen Möbel sind für Herrenzimmer, Esszimmer, Dielen, Hallen, Wintergärten und ähnliche Räume bestimmt und eignen sich vornehmlich für Landhäuser. Und genau in der Form fanden die Möbelstücke auch im Püsserkrug Verwendung. Wir befinden uns an der südlichen Stadtausfahrt an der Kriwitzer Chaussee. Und hier stand einstmals eine der beliebtesten Ausflugsgaststätten Schwerins, der Püsserkrug. Heute erinnert leider nur noch sehr wenig an diese bedeutsame Stätte. Der Straßenname am Püsserkrug hat sich erhalten und ein historischer Stein, der einstmals vor dem Püsserkrug lag, liegt noch in dieser Richtung. Und dort befand sich auch der Püsserkrug und dort standen auch Möbelstücke, die wir eben gesehen haben im Depot.
Der Pisserkrug ist seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisbar. Etwa ein Jahrhundert später, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts, spätestens wissen wir davon, dass hier eine Ausflugsgaststätte sich langsam entwickelte, die sich besonders bei Handwerkern besonderer Beliebtheit erfreute. Sie lag außerhalb der Stadt und somit konnte man vielleicht auch in den Abendstunden etwas lauter hier feiern, als das in der Stadt möglich gewesen wäre. Im 19. Jahrhundert rückte die Stadt zunehmend näher an den Pisserkrug heran. Eine Villenkolonie entstand und somit wurde auch der Pisserkrug immer eleganter. Und nach dem Brand und der Neuausstattung mit den Möbeln, die wir bereits gesehen haben, wurde es schließlich ein bürgerliches Restaurant, das vor allem aufgrund seiner Krebse eine sich besonderer Beliebtheit erfreute. Die Ausflugsgaststätte überlebte die Zeitläufe leider nicht. Nach 1945 wurde hier ein Kindergarten eingerichtet, aber zunehmend verfiel das Gebäude und schließlich wurde es 1979/80 abgerissen. Heute ist es also Geschichte geworden. Dank unserer musealen Sammlung ist wenigstens ein Teil davon erhalten geblieben und wir hoffen Ihnen in Zukunft in einem neuen Stadtgeschichtsmuseum diese Schätze und viele andere auch weiterhin präsentieren zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum Wiedersehen. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Jakob Schwichtenberg.